Hallo Fans und Freunde der Vienna, wieder zu einem Fangespräch. Heute mit einem ganz besonderen Fan. Wenn man mit den Wiener Fans oder mit einem, sagen wir mal so, mit einem österreichischen Fußballfan spricht, was ist das Besondere an der Vienna, am First Vienna Football Club, dann hört man immer nur die Fankultur. Und wenn man mit einem Vienna Fan, mit einem wirklich eingefleischten Vienna Fan spricht, der, was weiß ich, seit 50, 60 Jahren schon auf die Warte geht, dann hört man die Vienna Fans. Und dann hört man natürlich auch nur einen Namen, nämlich die Kojoten. Und heute sitze ich bei einem Urgestein der Vienna Kojoten, nämlich mit Tommy Kojote. Hallo Tommy. Hallo Stefan, ich danke für dein Kommen. Danke für die Einladung natürlich. Danke für deine Zeit, die du nimmst. Keine Frage. Tommy, Kojoten, erzähl uns mal, wie hat es angefangen, wie hat es überhaupt bei dir angefangen, wie bist du zu Vienna gekommen? Bei mir hat es so angefangen, also Mitte der 70er Jahre musste mein Vater für den damaligen Masseur der Kampfmannschaft einspringen, ein halbes Jahr. Da war ich so zarte 7 Jahre alt in der Richtung und ja, da war ich zum ersten Mal auf der hohen Warte, mal ein bisschen deppert geschaut, weil es war halt ja, doch was anderes, einmal die Naturarena so zum ersten Mal mitten in Wien zu sehen, war durchaus beeindruckend. Ja, dann habe ich eine Zeit lang mehr dem Rock'n'Roll und so gefrönt und bin halt erwachsen geworden, schön langsam, oder sagen wir mal nicht ganz erwachsen, aber das wird mir nie. Ja, und dann so in den späteren 80ern bin ich gemeinsam mit dem Andi, voller Andi. Ja, hat uns da irgendwann einmal raufgeschlagen auf die hohe Warte. Andi hat daneben gewohnt, damals noch, und ja, wir sind einmal raufgegangen, weil fußballaffin waren wir beide. Sind zwar aus der Subkultur oder so gekommen, wo es halt eher nicht so schick war, dass man Fußballfan war, aber uns hat das irgendwie nie losgelassen. Ja, und so sind wir dort draufgekommen. Ich meine, die Geschichte kennt man eh, fanmäßiges Ödland, und die haben uns angeschaut, als ob da die Aliens gelandet wären, wie plötzlich ein paar Wahnsinnige da zum Herumschreien angefangen haben und sowas ähnliches wie ein Support auf die Beine gestellt haben. Wie viel stimmt eigentlich von der Geschichte, die ich gehört habe, dass sich zwei junge Meteorologen verirrt haben und dann statt auf die ZAMK auf die Hohe Warte Stadion gegangen sind? Ja, das ist ein absoluter Schaß. Das stimmt überhaupt nicht. Das hat halt schön gelungen. Wir haben uns halt irgendein schönes Geschichtchen irgendwie einfallen lassen für die Einleitung, wie das Ganze entstanden ist. Na, wir waren halt einfach immer fußballaffin und selber gespielt. Halt gesagt, selber auch gespielt, ja. Stadtliga Wiener Viktoria habe ich gespielt einmal und Gaswerk Straßenbahn damals noch. Aber dann auch mit 16 halt, ja, hat es geheißen, die Mama hat gesagt, du machst die Schuhe fertig. So ist das halt dann passiert, dann habe ich halt aufgehört. Und ja, aber Fußball hatte ich halt einfach nie loslassen, egal wie und wann du unterwegs warst. Fußball war halt immer part of the game, wie es so schön heißt. Okay, oder part of the life eher. Ja, und dann sind wir halt eben da drauf gekommen und es war halt einfach super leibend. Dort hast du die entfalten können, dort hast du eben was aufbauen können, weil es hat ja wirklich nichts gegeben. Es war, wie es eh schon so viele geschildert haben, die Anfänge des jetzigen Blocks quasi, wenn man so sagen kann, sind auf der drüberen Seite, auf der Arena-Seite passiert, und da sind einfach immer mehr Leute gekommen, immer mehr. Also eben dann der Tesa Thomas und seine Gang, der Papa Pazzi, der Zeschka, der Steiner. Und so hat sich das schon langsam irgendwie formiert. Dann sind wir halt öfter auswärts gefahren, also alles noch per Bahn. Sensationelle Momente, Ried und so weiter in den frühen Jahren, wo so beim Umsteigen plötzlich fährt die Bahn weg und hinten steht Avagon, das war der Zug nach Ried. Na. Quasi eine bessere Straßenbahn. Ja, so hat sich das einfach entwickelt und es sind dann eigentlich immer mehr Leute dazukommen, und so ist eigentlich der jetzige Fanblock entstanden aus diesen, sage ich mal, verrückten Hanseln aus den 80ern. Und wie ist das gestartet mit den Kojoten? Naja, du hast irgendwann einmal einen Namen braucht für einen Fanclub, weil so anonym durch die Gegend marschieren. Also ihr habt euch richtig organisiert als Club? Als überhaupt nicht, nein. Wir haben uns einfach nur einen Fanclub-Namen gegeben. Also wir haben ja bis heute überhaupt keine Struktur, so vereinstechnisch oder
keine Aufnahmerituale? Gar nichts. Also, wenn solltest halt der Nazi sein, dann bist du schon dabei, mehr oder weniger. Nein, es hat bei uns nie, wie gesagt, Strukturen oder Sonstiges gegeben. Es war halt immer, eigentlich wer gekommen ist und halbwegs leibend war, war willkommen. Und wer mit uns können hat und wir mit ihm. Und ist früher auch schon so gesungen worden, wie es jetzt ungefähr, also englische Gesänge, richtiger? Eigentlich schon, ja. Ja, das war also eben allein durch den Namen Vienna und auch durch unsere subkulturellen Hintergründe haben wir halt einfach gesagt, ja, zackiger ist doch Englisch, wie im Rock'n'Roll. Klar, bei der Vienna naheliegend. Bei der Vienna naheliegend natürlich, auch mit der Geschichte und ja, gesungen haben wir immer. Mhm. Gesungen ist immer geworden. Sehr musikalisches Völkchen, die Kojoten und alle anderen, wie man weiß. Ja, ja. Und kann man sagen, dass die Kojoten, also die, dieser Fanclub Kojoten, sie ist der älteste oder längst beständigste Fanclub bei der Vienna? Oder gab es vorher schon Gruppen? Naja, ja klar, die Yellow Submarines, glaube ich, also nicht in der jetzigen Formation, aber die hat es ja, glaube ich, früher auch schon gegeben. Mhm. Da hat es eine Frau Karin, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die mit Nachnamen geheißen hat, die hat ja früher auch diese Auswärtsfahrten organisiert. Karin Haslacher. Genau, die Haslacher Karin, ja genau. Ah, die. Verstehe. Die haben ja früher mal so in den, glaube ich, Ende, also 70er bis 80er waren da mal so die Ur-Submarines, glaube ich, weiß nicht, ob die auch so geheißen haben, aber ich glaube fast, sie waren so in der Richtung unterwegs. Aber dann waren eh schon bald einmal wir. Also vorher noch unter der Flagge Kleine Pommes. Mhm. In Anlehnung an den Sponsor damals. Namen braucht man keinen nennen. Und dann, ja, Kleine Pommes war der Sponsor weg, dann haben wir was anderes braucht. Und dann war eben Wile E. Coyote, unser Wappentier, der ewige Loser. Das war also mit einem Augenzwinkern sofort unser erster Vorschlag intern, wir sind die Kojoten. Ironie ist wichtig bei den Kojoten. Ironie ist absolut wichtig. Ironie, Selbstironie und alles irgendwie mit ein bisschen an Augenzwinkern zu betrachten. Und du bist natürlich nach wie vor noch aktiv und oder kann ja, man das gar nicht so sagen, bei den Kojoten aktiv, nicht aktiv? Ja, eben, es ist halt, ja, du bist eigentlich immer Kojote. Mhm. Wie beobachtest du die anderen Fangruppierungen, die sich jetzt in den Jahren gebildet haben, in den letzten 20, 25 Jahren gebildet haben? Durchwegs positiv, weil es einfach super ist, was sich da entwickelt hat, dass noch immer diese Heterogenität herrscht, mhm, dass da nicht irgendwie so einen Vorsänger oder sonstiges gibt, dass sie wirklich alle irgendwie nicht wirklich organisieren, aber sich alle lustige Namen geben und dann trotzdem das Ganze irgendwie zu einem wird und mit einem gewissen Grundkonsens, kann man sagen. Mhm. Ich finde es absolut positiv und da kann man sich eh nur die Finger abschlecken, dass sie Leute engagieren, dass sie Leute formieren, sagen wir mal so, und dass Leute auf die hohe Warte gehen. Was macht für dich den Vienna-Fan aus, den jetzigen Vienna-Fan aus? Der jetzige Vienna-Fan, ja gut, du musst leidensfähig sein. Das war. Du musst, wie gesagt, selbstironisch sein oder überhaupt einen gewissen Hang zur Ironie haben. Ja, und doch ein gewisses Maß an, sage ich mal, Respekt, egal wem gegenüber. Und Begeisterungsfähigkeit, die man durchaus braucht, wenn man Vienna-Fan ist, weil, ich mein, wie man sieht, jetzt waren wir mal ziemlich weit unten. Mhm. Das muss da mal da blasen. Ja, stimmt. Quasi. Ja. Aber nicht nur Begeisterung für den Fußball, sondern ich glaube auch generell ist ein. Da gehört einfach mehr dazu. Das ist ja nicht nur der Fußball da oben. Das ist ja quasi jetzt nicht unbedingt der Happening immer, aber es ist, du triffst Leute, wo Freundschaften entstanden sind über die Jahre. Es ist einfach eine ganz, ganz einzigartige Atmosphäre, die du da oben hast. Mhm. Da wird wenig herumgefeiert. Eben, es gibt diesen Grundkonsens, Respekt, sage ich mal, und das ist schon sehr einzigartig, das muss man doch sagen. Das heißt, du siehst auch Vienna und Hohe Warte, das ist eine Einheit. Das muss eine Einheit sein und das muss es auch bleiben, weil sonst wäre es nicht mehr die Vienna. Okay, gleich so streng. Auf jeden Fall. Mhm. Also, wenn mal Vienna und Hohe Warte getrennt wird, das, glaube ich, wäre der Todesstoß. Mhm. Auch mental für die Fans.
Okay, verstehe. Glaube ich schon. Ja, ja. Nein, es hat auch etwas Besonderes. Ich meine, eine Riesen-Natur-Arena ja, mitten in der Stadt. Es ist einzigartig. Mhm. Das muss man sagen. Und das ist auch, glaube ich, ein großer Teil des Reizes, dass wir eben auf diesem Gelände zu Hause sind. Mhm. Das muss man sich schon mal sehr bewusst machen und bewusst, was muss einem bewusst werden, dass das natürlich eine Mörderaufgabe ist, so ein Gelände mitten in der Stadt, im, glaube ich, teuersten Pflaster Wiens. In Döbling, klar. Döbling, dass das weiterhin noch bestehen kann. Ich meine, wir haben ja eh schon oft genug die Angst gehabt, wo die Bagger schon Gewerbefuß gestanden sind, auf der Oberkante der Arena-Seiten, und du hast gedacht, okay, jetzt ist aus, also da hat es ja schon öfter gekriselt. Ja, stimmt. Und das gehört einfach zusammen, wie eine hohe Warte, das ist, ja, das ist unser Platz. Das ist richtig. Das heißt, dein Vater hat dich mehr oder weniger zur Vienna gebracht. Du bist dann natürlich mit anderen Leuten, wie mit dem Andi zum Beispiel, dann regelmäßig gegangen, aber mit deinem Vater auch? Mit meinem Vater eigentlich nicht. Nein, mein Vater war Austrianer. Okay. Eigentlich Austrianer. Früher war ich viel mit ihm auf dem Chorplatz im Horrorstadion, wie wir es so liebevoll nennen. Damals noch. Und das hat mir dort aber nie so wirklich taugt. Also es war ja ganz okay, weil einfach du hast Fußball gesehen. Das war schon, da bin ich schon öfter mit meinem Vater hingegangen. Aber auf der Hohen Warte waren wir leider nicht. Ich meine, ist ja auch schon gestorben, längere Zeit her. Und es war auch besser, dass er mich dort oft oben nicht gesehen hat, der Papa. Okay. Obwohl er hätte wahrscheinlich mittrunken. Okay. Das wäre kein Problem gewesen. Aber es ist dann natürlich eine wunderbare Community entstanden, nicht? Und das ist absolut, was ich mit meisten Leuten von der Vienna oder meisten Fans von der Vienna spreche, das ist, man geht hin, man spürt es und man weiß es, das passt oder das passt nicht. Genau, so ist es auch, ja. Das heißt, nicht nur der Fußball macht es aus, die Warte macht es aus, die Warte und die Fans machen es aus. Die Fans vor allem auch, und finde ich auch, das ist jetzt mal so von der Öffentlichkeitswahrnehmung her eigentlich das Hauptkapital der Vienna, wenn wir sie ganz ehrlich sind, ist die Fankultur. Weil ich meine, unsere sportlichen Erfolge in den letzten Jahren waren noch eher bescheiden. Und jetzt mal ganz abgesehen von einer wunderbaren Nachwuchsarbeit, von einem tollen Frauenteam, das es mittlerweile gibt. Ja. Wunderbare Sachen, und das sollte man, glaube ich, meiner Meinung nach auch viel mehr hervorheben. Aber jetzt mal so punkto Öffentlichkeitswirkung, Kampfmannschaft und so Vereinsspitze oder überhaupt, sagen wir mal, die Vienna. Ich glaube, da ist der Fanblock der wahre Bodenschatz auf der Hohen Warte. Ja, dem nehme ich doch an. Du gehst jetzt auch schon seit, ich sage jetzt einmal so 30, 35 Jahren, mehr oder weniger regelmäßig auf die Hohe Warte zur Vienna. Doch, ja. Die Veränderung, wie hast du das wahrgenommen über die letzten 30 oder 35 Jahren? Also eigentlich jetzt fantechnisch durchaus positiv. Wir haben wirklich aus ein paar Hanseln ist dann doch ein Fanblock entstanden, wo in guten Zeiten, wenn er voll ist, sind wir schon 500, 600 Leute allein der Fanblock. Ja, jetzt ist es halt einfach ein bisschen arschgerannt. Ja, aber das ist mir bei der Vienna ja mehr oder weniger schon gewohnt, ne? Das geht sich immer nicht aus. Ne? Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte, ja. Wo aber meiner Meinung nach auch sehr die Geschäftsführung und der Vorstand gefordert ist, habe ich, glaube ich, eh schon hunderte Male erwähnt, sich endlich mal diesen Bodenschatz nicht immer auszubeuten, sondern diesen Bodenschatz dementsprechend zu nutzen. Mhm. Was glaubst du, könnte man tun? Es ist ganz einfach, man müsste die Leute ganz einfach nur mal ernst nehmen und einbinden. Es ist nicht wirklich, man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss den Ball nicht neu rund machen. Man hat wirklich so viel Potenzial da oben, es gibt so viele engagierte Leute, es gibt so viele Leute, die in puncto Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungswesen, künstlerisch, durch die Bank, also ganz egal, da ist so ein enormes Potenzial oben. Das ist meiner Meinung nach, und das zieht sich durch alle Vorstände, die ich bis jetzt erlebt habe, es wird geduldet,
Aber es wird im Endeffekt wird immer angeschaselt. Ja. Also es wird weder auf die Ressourcen zurückgegriffen, noch werden die Ressourcen selber ernst genommen. Mhm. Es ist halt immer so diese Duldung, die mich eigentlich schon ziemlich ankotzt. Das verstehe ich gut. Deswegen habe ich mich auch letztes Jahr, muss ich sagen, echt einmal etwas zurückgenommen, dass mir einfach am Arsch gegangen ist. Ganz ehrlich, es ist mir wirklich am Arsch gegangen, dass sich da in der Richtung nie was ändert. Diese Duldung, die für den absolut falschen Weg halt. Ich meine, es ist, wie gesagt, das ist Potenzial, das nicht genutzt wird. Und so verkrempen wir letztendlich auch die Fans im Endeffekt. Und was können die Fans tun, deiner Meinung nach? Ihr habt ja die Kojoten, oder du warst dabei, die Kojoten gegründet. Das ist ja nach wie vor auch eine sehr starke Bewegung. Es sind unterschiedlichste Leute. Dann gibt es natürlich andere Gruppierungen, die auch sehr engagiert sind. Aber was könnten die für einen Verein tun? Oder sagen wir mal auch für nach außen hin tun? Also ich muss mal sagen, wir haben uns jetzt die Kojoten, wir sind so quasi die Alten. Also wir haben uns jetzt da schon ein bisschen zurückgenommen und es sind ja Gott sei Dank andere nachgekommen, wie die Wanderers zum Beispiel, ein sehr wesentlicher Teil unseres Fanblogs, weil ich auch sehr, sehr froh bin, dass die gibt. Sind ja wirklich lustige und engagierte Leute auch. Ich meine, sie tun ja eh, was in ihrem Rahmen ist. Es ist halt immer das Problem, man lässt sie nicht tun, was eigentlich möglich wäre. Mhm. Ich glaube, man kann sich da durchaus ein Scheiberl bei der Entwicklung beim Sportclub anschauen, wo aus der Fanszene irre viele Leute mittlerweile, der Hetterich ist quasi der Geschäftsführer, der Christian, der Rammel, der Präsident, das sind alles die Leute, die wir früher von der Friedhofstribüne gekannt haben oder auch noch immer kennen. Dort ist das wesentlich, sind die Fans wesentlich mehr in den Verein integriert worden. Bei uns, wie gesagt, wirst du halt immer nur geduldet. Mhm. Und das sehe ich auch ziemlich schwierig für die Fans, sich, sage ich mal, da jetzt in höheren Aufgaben des Vereins sich einmal zu etablieren. Mhm. Es gibt zwar jetzt einen Fanberat bei uns. Supporters. Die Supporters natürlich, aber es ist ja schon lange überfällig. Das ist so irgendwie wie so eine Brotkrume, kommt mir das vor, die einem dazu geworfen wird. Mhm. Man müsste einfach viel offener auf die Fans zugehen und nicht nur immer, was können die Fans für den Verein machen, fragen, sondern was kann der Verein für die Fans machen und vor allem mit den Fans machen. Ja. Und das fehlt mir total, nach wie vor. Apropos etwas für den Verein tun. Ich sehe, du hast ja wunderschöne Leiberl und wie jeder beim Verein weiß, ist der Druck, der Textildruck, eure Sache. Ihr habt ja wunderschöne Leiberl auch gemacht, unkonkursbar, erinnere ich mich, vor ein paar Jahren. Erzähl einmal, wie ist es da dazu gekommen oder wie bist du zum Textildruck gekommen? Also wir machen mal rein so Fan-Merchandising. Wir haben halt jetzt nicht diese offiziellen Sachen, sondern ich habe dann eben gemeinsam mit meiner wunderbaren Lebensgefährtin, die ja Druckerin ist, haben wir quasi, da hat es jetzt erst diese Schallgeschichte gegeben mit Herrn Zeschka und mit Herrn Steiner, das waren ja die Ur-Merchandiser eigentlich von der Vienna. Das war ja in den 80ern, Ende der 80er. Genau, das war Ende der 80er und eben dann sind wir dazugekommen, also die Mo und ich. Ja, und wir haben eine Textildruckerei. Naja, Gamer halt ist nicht, sage ich nur. Dann haben wir halt angefangen, Leibern zu designen und die eben dort oben zu verklopfen. Und wie ist das entstanden, dieses Designen? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das habe ich eigentlich so herzlichst gerne und natürlich, wir haben halt was einfallen lassen. Das haben wir dann gedruckt. Das war eigentlich immer relativ unkompliziert. Okay, verstehe. Das heißt, ihr habt euch einfach hingesetzt und selbst designt? Ich habe mir was einfallen lassen. Mhm. Das habe ich dann in Roli oder der Ingrid, die Prager Ingrid, die hat halt dann quasi einen Sanktus gegeben und wir haben halt dann gedruckt und halt eben also in kleineren Chargen, 50 aufwärts. Mhm. Und so ist das dann einfach losgegangen. Und wir haben es gut und günstig produziert. Die Vienna hat mir dann, glaube ich, doch recht guten Spanne verkaufen können. Und das ist dann über den Verein verkauft worden? Also das heißt, die Rolis Fanshop, also über den Verein natürlich. Ah, da wurde dann auch verkauft. Ganz hochoffiziell, ja. Also es war einfach so, ich habe das Fan-Merchandising quasi gemacht. Könntest du dir vorstellen, dass es vielleicht nur einen Fanbereich gibt?
sozusagen, jetzt abgesehen vom Logo, das dann halt nicht verwendet wird, aber dass nur die Fans ein Merchandising machen für sich, dass man so nur Coyoten oder nur Wanderers oder etc. Shirts trägt. Passiert ja eigentlich eh auch schon und ja, natürlich. Warum soll es das nicht geben? Ja, eben. Ich finde das auch sehr gut und ich glaube, wenn man da mit den Leuten redet, falls die Fanclubs jetzt selber was produzieren, die würden auch sicher den einen oder anderen Obolus an den Nachwuchs oder sowas zum Beispiel abtreten. Stimmt, stimmt. Beobachtest du das auch, Nachwuchs- bzw. Damenmannschaften, oder ist das nur die Kampfmannschaft für dich? Naja, nachdem ich jetzt so seit 13 Jahren eine etwas längere Anreise habe aus der Pampa da, eigentlich schon nur die Kampfmannschaft, also muss ich ehrlich zugeben. Ja, die Leibern sind wunderschön, also ich habe mir da schon ein paar angeschaut und ja, vermisse ich auch ein bisschen, weil es sehr, sehr ironisch auch teilweise ist. Es ist nicht so straight Verein, so was weiß ich, 1894 und that's it, sondern ich finde die Sprüche einfach gut und das macht es, glaube ich, auch aus, individuell auch. Du, ja schon, ich meine, das ist halt früher, glaube ich, einfach besser gegangen, dass man so individuellere Sachen machen können. Es ist halt beim Verein, ja, es ist in den, ich meine, erstens sind wir dann auch irgendwann die Ideen ausgegangen, weil du musst das ja da irgendwie kompatibel machen. Und ganz jetzt nur lauter Totenschädeln und weißt du, hast halt nur eine kleinere Klientel. Also es muss ja natürlich auch, es muss ja ein bisschen was verkauft werden quasi. Mhm. Ja, klar. Also war das auch nicht immer so einfach, weil wenn ich mich gehen entlassen könnte, wären da schon andere Sachen, aber die hätten wir dann wahrscheinlich gar nicht verkauft. Nein, es war, ja, es ist sicher früher, ich meine, wir haben ja natürlich auch dadurch auf aktuelle Ereignisse oder so, oder wenn einmal ein neuer Slogan entworfen worden ist oder Fangesang, haben wir darauf reagieren können, weil das haben halt dann als beim nächsten Heimspiel hat es halt ein Shirt dazu geben. Aktuell möchte ich ja auch, erinnere ich mich gerade an den Tata, an den Fredel Tata. Mhm. Da waren ja auch ein paar ganz gute Sprüche und diese Leibern sind ja mittlerweile legendär, also Sammlerstücke eigentlich schon. Die sind auch von euch? Oder war die das? Haben wir auch gemacht, ja. Ich meine, der Tata war natürlich ein Gewinn so gesehen für einen Merchandiser, der jetzt 100 Leibern machen kann. Das ist ein Wahnsinn. Viva la Tata. Ne? Viva la Tata und Döbling Sprite, Tata Army und natürlich der legendäre Antithese Barcelona Saga. Spitzenmäßig. Genau, die moderne Version. Wahnsinn. Ja. Aber ich glaube, das bleibt auch in Erinnerung. Ja? Manchmal teilweise sogar mehr als die Erfolge. Ne? Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt immer noch Leute, okay, hast von dem noch was, hast von dem noch was. Das waren natürlich sogenannte Baumwollzeitzeugen, wie ich es nenne. Oh, das ist aber eine sehr interessante lyrische Idee schon dazu. Ne? Sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir gut. Und mittlerweile ist ja auch, ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich vermisse auch ein bisschen dieses Individuelle. Ich habe von mich hier auch viele Sachen gesehen, von Zeschka. Da gab es ja Feuerzeuge, da gab es ja alles Mögliche. Von Krawatte von der Vienna, also mit Logo und allem drum und dran. Das vermisse ich ehrlich gesagt ein bisschen. Ja, es ist halt immer dieser Nimbus, da muss alles professionell laufen. Eben, es war früher relativ unkompliziert. Wir haben eine Idee gehabt, das ist eben kurz abgesegnet worden, dann ist das gedruckt worden und dann ist das verkauft worden und wie gesagt, wir haben ja eben immer nur kleine Einheiten, wir haben da keine 1000 Stück produziert, das sind immer so 50, wenn er mit Motiv gut gegangen ist, waren es einmal in Chargen dann doch 300 bis 400 Shirts, was eh schon irre viel ist eigentlich. Ich meine, man unterschätzt das immer. Macht ihr das händisch? Das ist keine Maschine oder so? Nein, nein, wir machen noch so richtig oldschool händischen Siebdruck. Wahnsinn. Also, aber auch qualitativ gut natürlich dadurch. Das ist von 2001 zum Beispiel, heute noch immer. Wahnsinn, ja, ist noch nichts abgegangen. Noch nichts abgegangen. Also ja, das weißt du halt ein bisschen, das ist auch schon uralt. Na, dann ist es eh schon sehr professionell und so. Ja, es ist halt Old But Gold. Sag mal, wie war eigentlich das Verhältnis zwischen Fans und den Spielern oder Trainern oder Trainerstab früher zu heute? Wesentlich intimer. Also ich nehme jetzt mal die späteren 90er. Da war es ja fast schon zu intim, das Verhältnis. Okay, erzähl mal jetzt da Episoden. Ja, es war so die Gang rund um Christoph Jank, der Herr Slunetsko und ein gewisser Herr Mader liegt damals auch noch.
der leider einen anderen Weg eingeschlagen hat mittlerweile. Mit denen waren wir privat unterwegs. Mhm. Oder auch der Horak war ja auch ein Partytiger vom Feinsten. Wo warst du unterwegs? Ja, also vornehmlich, nachdem wir so aus dem Arena-Umfeld kommen, alle in der Arena. Und wie gesagt, wenn es damals Smartphones gegeben hätte, hätte ich ein paar wunderschöne Fotos, die so manche Karrieren zerstören würden. Okay. Ja, so schlimm war es nicht, aber mit denen warst du dann wirklich auch privat unterwegs und hast halt den einen oder anderen gehoben. Mit dem Christoph Jank bin ich heute noch in Kontakt. Mhm. Und das war halt viel inniger als wie jetzt. Also ich meine, es hat eigentlich immer ein recht gutes Verhältnis gegeben zwischen Fans und Spielern. Du hast das ja auch selber miterlebt, das war dann irgendwie Usus, dass die noch ins Stüberl kommen, oder? Eben, ja. Und zack, bumm, dann ja, redet stimmt. man, plaudert man. Das war ja auch was Wunderbares, Wunderschönes. Oder ich meine, genauso soll es ja laufen und genauso bindet man die Fans, genauso entsteht Liebe. Vermisst du das Familiäre bei der Vienna? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, und ich glaube, da sollten wir sich auch wesentlich mehr drauf besinnen und nicht nur an Hashtag We Are Family draufschreiben, sondern das auch wirklich leben. Und da muss ich sagen, das war früher, es war damals einfach viel inniger. Und das schweißt ja auch irre zusammen. Stimmt, das ist das Rechte. Das schweißt ja auch irre zusammen. Es war, kann ich mich noch erinnern, auch noch früher, also ich glaube mal Anfang der 90er, wie wir da noch Europacup gespielt haben, da wollten ja der Andi und ich einmal zum Auswärtsspiel Olympiakos Piräus. Und da haben halt immer auf der Hohen Warte angerufen, ganz naiv, naja, wir würden gern auch mitfahren nach Griechenland, wie laufen das ab? Und die Antwort war, man schaut ins Verkehrsbüro. Dann haben wir bei einem Spiel in Günter Wiedreis gefragt und der hat dann gesagt, ich check euch zwei Karten. Und nein, es ist dann leider nichts geworden, weil wir hätten dann ins Hotel Hilton in Athen kommen müssen. Und das war uns dann da ein bisschen zu dubios, weil es ja doch eine weitere Anreise gewesen. Haben wir das Abenteuer Piräus leider auslassen müssen. Na, aber prinzipiell, darauf müsste sich der Verein auch mehr besinnen, weil jetzt haben wir einen Zuschauerschnitt von, was haben wir jetzt? 550 circa. 550, also da geht mehr, oder? Ja. Und ich glaube, das kannst du auch. Glaubst du, liegst du aber in der 5., 4., 3. Liga oder müsste man Bundesliga spielen, damit mehr Leute kommen? Nein. Ich meine, ja, da kommen dann natürlich wieder mehr Leute, aber ich glaube, man hat in den letzten Jahren schon ein bisschen was vom harten Kern verloren auch. Mhm. Also manchmal ist der Fanblock ziemlich schütter besetzt und das sollten wir dann doch irgendwie einmal anfangen zu überlegen als Geschäftsführung, Vorstand, wie auch immer. Mhm. Weil ohne Publikum keine Spiele, oder? Wo glaubst du, kommen die wirklichen Wiener Fans her? Die Rapidler gehen ja eher so auf Arbeiterclub, Gemeindebau. Und es ist bei uns eben so wunderbar durchgemischt. Und ich glaube, eben das ist ja, wir haben ja genau für solche Leute, die halt nicht jetzt wirklich, das ist gleich mal Religion oder sonstige, eigentlich, ich kann es nicht erklären, weil es ist nicht meine Einstellung als Fußballfan. Ich meine, es ist mein Verein, das wird immer mein Verein bleiben, aber es ist jetzt nicht mein Lebenssinn und da würde ich jetzt keinen umbringen dafür, die Art und Weise. Und das ist halt bei uns doch irgendwie anders, eben weil es halt eben mit so einem ironischen Zwinkern immer wieder ist. Und ich glaube, das spricht einfach alle Leute an. Und da gibt es jetzt nicht, bei uns gibt es alles, oder? Vom Handwerker über den Doktor bis zum Arbeitslosen, bis zum Punker, Schönheitschirurgen, es ist ganz egal. Und ich glaube, eben das Angebot nützen alle, die was damit anfangen können. Mhm. Und das sollten wir auch so gesehen viel mehr anbieten. Und da geht es für mich auch wieder in unserer jetzigen Situation, muss man das einfach halt familiär gestalten. Entschuldigung. Und das Ganze auch mit einem
einfach in der Familie muss man auch mitreden können, oder? Das ist richtig, da hast du recht. Das fehlt mir eigentlich. Da ist absolut Handlungsbedarf. Ich finde auch, man muss sich viel mehr im Bezirk positionieren. Das ist, es hat immer so komische Versuche gegeben, sich im Bezirk zu positionieren. Aber das kann man nicht, indem man so auf Nobelclub oder sowas tut. Oder da muss die Leute, hey, das ist ihr Bezirk, sollte ihr Verein sein eigentlich. Funktioniert eigentlich überall anders. Bei uns ist das immer sehr hart schaut. Okay, verstehe. Ja. Man muss ja auch ein bisschen mit der Stadt Wien, glaube ich, mehr zusammentun, da ist das Verhältnis ja auch nicht wirklich das Beste. Und da muss man eben dann auch sagen, hey, schaut euch an, wir haben 400 Nachwuchsspieler, wir haben ein super Damenteam, mein, was ist. Aber anscheinend, weiß nicht, kocht da, mir kommt es immer so vor, jede Geschäftsführung, jeder Vorstand versucht, so ihr eigenes Süppchen zu kochen. Und das ist für mich definitiv der falsche Weg. Also nur miteinander kann man nur miteinander. Bewegen. Es ist so, im Leben ist es immer nur miteinander. Ja. Und vor allem bei einem Fußballverein kannst du nur miteinander arbeiten. So wie in jedem Verein kannst du nur miteinander arbeiten. Ja. Das ist Murphy's Law. Ja, das stimmt. Ist auch etwas Besonderes. Ich glaube nicht nur, dass wir der älteste Verein sind in Österreich, sondern wie du richtig gesagt hast, diese Durchmischung, diese Unterschiedlichkeiten, genau. Und das macht es eigentlich aus. Und ich glaube, daran sollte der Verein arbeiten. Ich würde sogar noch weitergehen. Der Verein ist nicht die Spieler, nicht nur, wollte ich sagen, sondern der Verein sind alle. Genau. Und ich glaube, diese Idee, nämlich zu sagen, wir sind alle die Wiener. Von dem, der zum ersten Mal kommt, bis zu dem, der schon seit 60 Jahren, von dem, der spielt, mithilft, bis hin zur Geschäftsführung oder Präsidenten, wie es halt früher auch war, dass man da sich ein bisschen austauscht. Absolut. Wie gesagt, wir haben ja eine gewisse Atmosphäre geschaffen, die viele Leute anspricht. Ja. Aber das muss man halt dann auch ein bisschen pflegen und betreuen. Ja. Wie du richtig sagst, da muss die ab der ersten Minute wohlfühlen. Hey, das finde ich leiwand. Eben bei uns gibt es keine Wickel. Eben dieses, immer da kann man mit der Familie hingehen. Das ist ja wunderbar. Das ist ein Potenzial, das nicht jeder Verein hat. Nein. Das haben wir schon sehr speziell. Und das müsste auch dementsprechend gepflegt und gehegt werden, wie ein schönes Pflänzchen. Wie ein Pflänzchen, das ist richtig. Ein Wiener Pflänzchen. Ein Wiener Pflänzchen. Ja. Früher war es eher gemütlicher, das habe ich auch so empfunden. Ja. Also meine ersten Male waren eher so, ja, man geht einmal, setzt sich irgendwo hin, fertig. Heute ist es doch ein bisschen zu straight. Viele Fans sagen ja auch, sie wollen eigentlich gar nicht weiter als RLO. Siehst du das auch so oder siehst du die Wiener in der Bundesliga? Ich würde die Wiener durchaus in der Bundesliga sehen, aber dann halt auch zu unseren Bedingungen. Okay. Dass das weiterhin so bleibt, dass das weiterhin so, es muss nicht immer alles professionell sein. Mir geht dieses, wir müssen jetzt professionell oder irgendwie mit dieser quasi Pseudo-Professionalität eigentlich, was wir ja dann im Endeffekt erleben, schreckst die Leute nur noch mehr ab. Du kannst keinen von uns in irgendein Schema pressen, das wollen die Fans nicht. Nein, das sowieso nicht. Die Fans wollen eben genau sowas, dass das eben nicht so ganz professionell ist, dass das nicht so durchorganisiert ist. Jetzt einmal so von den Basics her. Natürlich brauchst du eine professionelle Kampfmannschaft, die Finanzen müssen stimmen. Das ist ja keine Frage. Ich meine, wir sind ja auch nicht realitätsfremd. Aber genau diesen Charme der nicht so ganz Professionalität, das macht eigentlich das Familiäre aus. Finde ich. Bei der Wiener. Bei der Wiener, ja. Ich glaube eigentlich fast überall. Eben, wenn man sie nicht selber so ernst nimmt, das ist mal was ziemlich Fundamentales für mich, dass auch die Leute anspricht. Deswegen verzeihen wir auch so Sachen wie ein falsches Blankett. Ja. Oder wenn sie mal die Spielerpässe vergessen und wir bringen die mit dem Fanbus nach. Das hat ja alles seinen Charme. Ist schon passiert? Ja, ist schon passiert. Damals in Ritzing. Eben, solche Sachen verzeihst ja dann auch viel mehr. Aber es muss halt kommuniziert werden. Ne? Es muss, genau wie du sagst, es muss kommuniziert werden. Und das ist ja auch immer noch das große Manko, dass zu wenig kommuniziert wird. Ja. Und ohne Kommunikation gibt es keine Familie. Das ist richtig, da hast du absolut recht. Ein sehr strittiges Thema war ja vor eineinhalb, jetzt bald zwei Jahren, die Geschichte am Sportclub Platz mit den Bengalen.
Da war ja auch, da hat sich ja auch zwischen den Fans und dem Verein ein bisschen aufgerieben. Wie hast du das empfunden oder gesehen? Ja, ich finde, das sollte man sich nicht immer so anscheißen. Ich meine, es ist ja nicht, dass man da die halbe Tribüne abfackeln und sprengen hat einmal zwei Bengalen. Ich finde, das wird immer so hochstilisiert. Es ging ja damals ums Geld. Ja, sich ich glaube, wenn wir da alle zusammengelegt hätten, hätten wir die Strafe auch zahlen können, oder? Warum hat man das nicht gemacht? Okay, stimmt. Wir haben einen Schatz gebaut, legen wir alle zusammen, jeder gibt 5 Euro her und die Geschichte vergessen gewesen. Stimmt. Ja, man muss das nicht immer so, ja, und da ist dann plötzlich was. Vielleicht hat das auch gezeigt, dass das Verhältnis zwischen dem Vorstand und den Fans doch nicht so familiär ist. Zumindest nicht reibungslos, ne? Zumindest nicht reibungslos. Ich meine, soll es auch hin und wieder krachen. Gehört in jeder Familie dazu, stimmt, oder? Da sind wir gescheit poscht. Aber das ist ja wirklich lächerlich, auf so einer Geschichte dann ein Drama machen, weil da 3 Bengalen brennen oder sowas. Mhm. Ich meine, da hat schon viel ärgere Geschichten gegeben, oder? Tja. Ohne Feuer. Mhm. Ja. Kann der Fan den Verein organisatorisch unterstützen? Weil man ihn lässt, sicher. Aber man muss es halt kanalisieren. Man muss halt naja, natürlich, aber das ist ja auch eine Form der Zusammenarbeit. Ich meine, hey, wir bräuchten das und das, wir können das und das anbieten, sollte von jeder Seite kommen. Das Anbieten wäre es halt, ne? Das Anbieten ist einmal prinzipiell, also da muss schon einmal der Vorstand, vulgo Geschäftsführung, den ersten Schritt machen. Mhm. Und es ist ja nicht so schwer, oder? Wie gesagt, eigentlich, es ist anscheinend doch sehr schwer, weil es hat bis jetzt nicht, das ist es eben. Mal, wirklich enorm viel getan. Es könnte schon viel intimer sein, das Verhältnis. Und ja, ich glaube, das wird auch dem Verein irre viel bringen. Ja. Und das ärgert mich ja auch so dran, dass man das wirklich so arrogant versandeln lässt irgendwie. Okay. Sehr Potenzial, was man eigentlich hat. Das geht mal sprichwörtlich am Arsch, wirklich, dass das immer wieder dasselbe ist. Mhm. Und so wie in meinem Fall, ich meine, das wird immer die Vienna bleiben. Und ja, ich werde immer dorthin gehen und keine Frage, bis zu meinem letzten Atemzug. Aber ich verstehe es halt oft nicht und das frustriert dann schon manchmal. Mhm. Und wenn du wirklich siehst, hey, da wäre so viel möglich, es ist so einfach eigentlich, wenn du nur mal miteinander redest, auf Augenhöhe. Mhm. Mir geht die Augen hier schon so am Sack, wirklich. Es ist so, es könnte so einfach sein, wenn man mal zack, bumm, und jetzt machen wir was und weiter geht's. Und man kann ja auch kleine Brötchen backen. Ja, stimmt. Aber auch mit kleinen Brötchen findest du neue Leute. Mhm. Ich meine, jetzt, wie gesagt, wir grunzeln jetzt bei 500 Zuschauern herum. Das kann ja nicht sein. Und man hätte auch in der Liga hätten es mehr sein können. Ja. Da geht es ja nicht nur um Glory Hunters, die halt dann zum Derby gegen einen Sportclub kommen. Sollen sie kommen, ist doch schön, oder? Mhm. Der Sportclub hat was davon, wir haben was davon. Das Medieninteresse ist da, so läuft es halt nun einmal im Fußball. Das muss sein. Ja. Und da sollen sie halt die Glory Hunters kommen. Ich reg mich da auch gar nicht drüber auf, weil es mir ein bisschen auch wurscht geht. Das ist auf den gehst du auch aufs Sportclub Vienna Match und dann bist du eigentlich. Es gibt ja auch nicht mehr das Sportclub Vienna Match, sondern es gibt ja nur mehr das Derby auf Lauf. Ja, das ist, glaub, ja, das ist überhaupt Wien. Das. Ja, das haben wir 2007 verbrochen, mehr oder weniger, gemeinsam mit der Friedhofstribüne, die Kojoten, da nehme ich voll die Schuld auf uns. Wir haben das war halt einfach typisch unser Sarkasmus. Einfach, es gibt heute ein anderes Derby. Mhm. Und wir haben dann eben diesen pathetischen Namen Derby of Love ist uns eingefallen. Ich meine, wir sind ja früher eben, das war ja Usus mit den Sportclub-Fans, da haben wir uns vor einem Shelter getroffen, da hat es einmal am Tag davor eine DJ-Party und der Erste, der heimgeht, der Letzte, der heimgeht, Battle und die Flitzer-Battle im Shelter geben, nein, wo der Popschi und der Herr Kommen nackt durchs Shelter dann gelaufen sind. Mhm. Und dann war halt Derby und ja, das war halt einfach, das war cool, das war immer so, weil man es eben alle aus Arena, Chelsea und so weiter kannte, also die meisten. Mhm. Und ja, das war halt für uns unsere Fußballparty. Und dann war halt immer, ja, Austria Rapid und dann, Schwuchteln, wie Jena Sportclub, ist mit einem Scheiß da. Und dann haben wir halt das Derby of Love gemacht. Mhm.
dass das dann jetzt natürlich medial ausgeschlachtet wird und eigentlich 90% der Leuten sowas von am Sack geht. Ja. Derby of Love, weil, wie gesagt, there's no Derby of Love, it's just a drunken one-night stand. Und das ist es auch, so ist es auch zu sehen. Und ich finde es auch irgendwie, ja, du musst ja jetzt alles schützen lassen oder sonst was, weil sonst wäre die Klage schon lang am Weg. Weil das Derby of Love gibt es einfach nicht, hat es nicht gegeben. Ja, es ist immer Rivalität da, und das gehört dazu. Und wir haben uns halt gut verstanden und haben uns einfach nicht auf die Pappen gehauen. Und deswegen sind die Leute auch dann hinkommen. Mhm. Was ja Glory Hunter hin und her, aber da ist jetzt plötzlich einmal ein Drittligaspiel mit 7.000 bis 8.000 Fans. Ich meine, für Österreich Wahnsinn. Ja, ist irre. Wir haben mehr Fans gehabt als wie ein Bundesligaspiel. Ja. Und ich meine, das war sensationell. Eben. Und das ist auch nicht durch irgendwen entstanden, das haben die Fans gemacht. Das ist richtig, ja. Das ist auf unserer Kappe. Und warum kommen die Leute? Weil es leibend ist bei uns. Ja. Weil es friedlich ist, weil es lustig ist, weil du dein Kind mitnehmen kannst, weil es da keine ärgsten vulgären Ausbrüche gibt. Hm. Ich meine, ein Arschloch fällt immer wieder, aber das finde ich, das gehört zu einem Fußballmatch. Hm. Soll ja ein gewisses Ventil sein für deinen Alltagsfrust oder sonst was, aber das auf jeden Fall. Eben bis hierhin und nicht weiter. Ja. Verbal und das aber genau, mit Regeln. Aber auch nicht ins Tiefste. Ja. Und das finde ich ja das Schöne, diesen Grundkonsens, den wir haben. Ja, ja. Du kannst die aufführen, du kannst die aussaufen, du kannst die einrauchen, es ist wurscht. Aber bitte bis daher und nicht weiter. Also persönliche Ansichten, politische Richtungen, glaube ich. Bis zu einer gewissen Grenze. Sage ich jetzt mal. Ja, ja. Ist durchaus, ich meine, es ist ein gesellschaftliches Ereignis. Politik wird immer irgendwo im Spiel sein. Mhm. Glaubst du, dass jetzt genau die richtige Zeit ist, da ein bisschen was zu verändern? 125 Jahre, die Vienna, ältester Verein Österreichs. Vielleicht wäre da vielleicht der Ansatz. Natürlich. Natürlich ist es eine große Chance, weil ich meine, wir sind der älteste Fußballclub. Ich meine, 125 Jahre. Mhm. Was brauchst du noch mehr an Argumenten? Nämlich auch Fußballclub. Ich würde das sogar über die Grenzen des Vereinsdaseins hinaus bringen. Ja, es geht hier um Fußball und das verbindet die Leute. Ja. Wurscht, welche Richtung genau. Oder Geschichte es ist. Auf jeden Fall eine Chance in gesellschaftlicher Hinsicht. Ja. Und da müsste man natürlich auch dementsprechend handeln, finde ich. Mhm. Abgesehen jetzt mal, dass man Jubiläumsgelder lukrieren kann von der Stadt Wien. Ich hoffe, das ist auch passiert. Okay. Darfst du machen. Verstehe. Kriegst du zu vollen Jubiläen. Mhm. Aber jetzt einfach nur solche Sachen auch einmal andenken und einfach wieder mal mit der Stadt mehr zusammenarbeiten. Ja. Ich glaube, da wird auch sehr viel gehen. Wie siehst du die Zukunft bei der Vienna? Wie glaubst du, wird sich das weiterentwickeln, auch im Fanbereich? Schwierige Frage. Punkt 1, sportlich kann es nur mehr bergauf gehen. Hoffentlich weiter so. Im Fanbereich, ja, ich hoffe, wir sehen uns alle wieder. Noch viele, viele Jahre. Ja, wir haben noch viele Jahre Spaß miteinander. Mhm. Ich hoffe, der Konsens wird weiterhin so gepflegt. Mhm. Und ich hoffe, es bleiben alle die Freaks, die sie sehen. Auch in der höheren Liga bis auch zur Bundesliga. In der höheren Liga, ja. Falls wir es mal so weit schaffen sollten. Natürlich, ich glaube, es wird sich da jetzt auch, hoffe ich doch, fantechnisch nichts verändern. Dass man weiterhin diese gute Schiene fahren, dass wir weiterhin doch einzigartig bleiben. Und entspannt. Und entspannt. Hat du gesagt, das ist nicht zu professionell. Ne? Auf jeden Fall. Für mich ist auch ein bisschen Unprofessionalität wichtig, weil das macht das Ganze menschlicher. Menschlicher, ja, richtig. Und das sollte man nie aus den Augen verlieren. Mhm. Egal in welcher Liga wir spielen. Ich glaube, wir sollten immer dieses Flair, diese Partystimmung im Block, auf der Tribüne, bei Auswärtsfahrten oder sonst wo, die angesehene Gäste,
So, es ist einfach extrem wichtig und das prägt ja dann auch den Ruf der Wiener. Da hat man als Fan durchaus auch mit Verantwortung zu tragen. Und auch das Respektvolle. Ne? Und das Respektvolle, natürlich. Das sollte man nie aus den Augen verlieren, egal wie zu man ist. Und was dann auch alles auf uns zukommt. Genau. Ja, ja. Ich hoffe auf mehr. Nein, ich hoffe auch, dass man mehr mit dem Verein auch, so wie du richtig gesagt hast, zusammenarbeitet und zusammenlebt auch. Ne? Man lebt ja. Eben. Schließlich das gemeinsam. Ist ja das. Den gemeinsamen Fußball. Dass es wirklich mal eine Familie wird. Und nicht nur unterm Hashtag. Ja, ja. Und nicht nur zum Jubiläum, sondern... Genau, oder nicht nur zum Jubiläum. Ich weiß nicht, ob jetzt überhaupt auch beim Jubiläum oder so, ob da die Supporters, der Dachverband eingebunden wurde. Hm. Keine Ahnung. Ja, ist ja wurscht. Ist ja eh wurscht, ja. Wir werden eh sehen, was kommt. Aber dass sie auch die Fans untereinander auch respektieren und helfen und... Ich glaube, das passiert ohnehin. Also da habe ich schon ein sehr, sehr gutes Gefühl. Super. Durchaus. Dann sage ich danke für das Gespräch. Ich bedanke mich bei dir für die Einladung. Und auch den Genuss in deinem wunderbaren Garten hier. Spitze, danke dir. Fast wie beim Chicken Charlie. Stimmt. Danke dir. Danke. Football is the game. Play all together. Vienna is the name. Play so both yellow, blue, or red. Vienna, Vienna is the name. Hey, hey.